Wandel und Wechsel liebt, wer lebt. Dieses Zitat von Richard Wagner könnte nicht treffender sein, wenn wir an unsere Anfangsgeschichte denken. Ob Wagner den Weg von Eisenhuber im Sinn hatte, als er diese Worte schrieb, wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass jeder Wandel in unserem Betrieb ein Zeichen von Wachstum, Fortschritt und der unermüdlichen Leidenschaft war, mit der wir Strom neu definieren. Denn für Eisenhuber ist Veränderung nicht nur eine Notwendigkeit, sondern eine Herzensangelegenheit. Mit der Zeit haben wir gelernt, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Schlüssel zu unserem Erfolg sind. Den stetigen Wandel behalten wir dabei immer im Auge. Aber um die volle Geschichte unseres Wandels zu verstehen, müssen wir weiter zurückblicken. Nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte, in denen sich Technologie und Innovation verflochten haben. Der Wandel am Wechsel hat seine Wurzeln tiefer als man denkt. Fast unvorstellbar. Bereits vor 150 Jahren begann unsere Reise. Mein Name ist Ernst Schabauer. Und ich war bei Eisenhuber in Kirchberg in Beschäftigung. Die Firma Eisenhuber ist schon sehr alt, mittlerweile jetzt 150 Jahre. Begonnen mit 24 Jahren. Jahrzehnte sind dann vergangen und ich bin bei der Firma Eisenhuber in Pension gegangen. Und da war ich damals 63 Jahre. Ich bin der Kampfenberger David, das ist mein Opa. Und von 76 von dort war wieder immer bei der Eisenhuber bis 2013. Bis 86 war ich dann Pflegewerk und von 86 von dort war ich dann beim Ehren. Da haben wir eine Zeit zum Bau in Kirchberg, da war ich dabei. Da hat Elektrozeit, da hat er der Chef dann da ist, was halt besteht. Dann. Die Hochspannung erneuert, Mastgeschäft haben wir da und bin am Mast aufgegleitet. Aufgegleitet, wie man sagt. Er hat früher was anderes gemacht wie wir. Und das ist halt einfach alles moderner. Jetzt, wenn du jetzt sagst, du musst mal laufen und dann kommen wir mit dem Bagger daher. Das geht halt alles viel schneller jetzt wie früher. Mein Bruder hat wie heute gemacht. Das war das Unterschied bei heute. Heute war der Bagger her, da kommt weg und anders bereit, was verklagt. Ne? So ist er nicht besser geworden, das schwöre Gott sei Dank. Der alte Sassadio-Eisenhuber war, da habe ich angefangen. Und dann da war der Herr Julius, das war der Chef, der die längere Zeit. Die Tochter jetzt, das ist die Monika, das ist, da war ich auch der Bauer von der, einige Jahre. Es war ein angenehmes Betriebsklima, ja. Und ich bin gern arbeiten gegangen. Das war halt immer eine super Kameradschaft. Die Monika, wie ich hingekommen bin, ist die auf die Welt gekommen. Ihr ganzes, Aufwachsen, Entwicklung etc., das ist mir alles geläufig. Also bis zum mehr oder minder die letzten Jahre ist sie mir vis-à-vis im Büro gesessen. Ein Standort, den wir eh schon gehabt haben, das Mark 324, wo die Schaltzentrale drinnen ist. Dort bauen wir jetzt ein großes Geschäft hin. Und in dem Zuge haben wir uns dann umgeschaut um Partner. Und da war einfach Retzak der Partner, der uns am meisten angesprochen hat. Da bieten wir eine extrem gute Auswahl, gute Qualität, Top-Beratung. Natürlich sind wir jetzt ein bisschen entlegen, natürlich können wir nicht immer mithalten mit dem Mediamarkt, mit den Preisen, aber ich glaube, dass wir das mit unserem Service und mit dem, was wir an Reparaturen, also das finde ich heutzutage auch ganz wichtig, wir reparieren noch extrem viel, ja, wir reparieren noch Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Fernseher und ich muss sagen, alte Damen oft, wenn sie sagen, ja, sie brauchen einen Staubsauger, aber sie müssen erst schauen, wer den holen kann, weil sie selber nicht Auto fahren, ja, meine Mitarbeiterin, es ist kein Thema, die rutscht noch sechs, wenn es das Geschäft zusperrt hat, vorbei und ich glaube, das sind einfach diese Dinge, die uns anders machen als diese Märkte.
das Feistritztal, ein Ort geprägt von Zusammenhalt und Gemeinschaft. Hier, wo Tradition und Innovation Hand in Hand gehen. Eine Entwicklung von Menschen für Menschen. Dem sind wir bis heute treu geblieben. Man kennt sich, man hilft sich hier im Graben. Hier im Herzen des Feistritztals, wo jeder Nachbar mehr als nur ein Bekannter ist und wo die Werte von damals auch die Werte von heute sind. I can't begin to comprehend what you've been through. I wish it was all just pretend, just an awful dream, but... Das Feistritztal. Ein malerisches Panorama, in dem jeder Baum und jedes Gewässer seine eigene Geschichte erzählt. Mitten in dieser wunderbaren Landschaft schlängelt sich die Feistritz, die Lebensader unserer Heimat. Der Charakter unserer Heimat ist von der Natur geprägt, die uns umgibt. Die Kraft der Feistritz spielt dabei eine besondere Rolle. Ihr stetiges Rauschen erinnert uns täglich daran, wie wichtig es ist, im Einklang mit unserer Umgebung zu leben. Dann hat dann die Firma Eisenhuber oder wir meine Vorfahren übernommen und so hat sich das ausgeweitet. Und dann haben wir gesehen, man braucht immer mehr Energie. Es war zu wenig, die zwei Kraftwerke, die da auf der Au waren, waren zu klein. Und dann hat man sich ein Wasserrecht in der Molz gesichert und wurden in der Molz zwei errichtet und dann in weiterer Folge 1980 auch in Feistritz und 2011 als letzte Kraftwerk dann im Warnkopf. Und so ist dieses ganze Tal so ein bisschen als Kreislauf gedacht gewesen von uns, dass man quasi die Energie erzeugt, ins Haus bringt, im Haus verteilt und dann auf die Geräte liefert, die den Strom quasi brauchen. Jedes Kraftwerk erzählt eine Geschichte von Fortschritt und Innovation im Feistritztal. Das Wankhof-Kraftwerk markiert dabei unseren neuesten Meilenstein. Doch was macht es so besonders? Schauen wir uns das mal genauer an. Also ich glaube, dieses Feuer und diese Freude an dem Betrieb, das weiterzugeben an die nächste Generation, auch das ist eine Aufgabe vom Chef von einem Familienbetrieb. Das ist ganz wichtig. Gleich wichtig wie irgendwelche wirtschaftlichen Strategien zu entwickeln, ist es einfach, dieses Brennen und dieses Feuer und die Freude an diesem Betrieb weitergeben, der nächsten und der übernächsten Generation, dass das einfach weitergetragen ist. Das sehe ich auch als eine meiner Aufgaben. Hallo, ich bin die Sonja, bin jetzt bereits seit 5 Jahren bei der Firma Eisenhuber. Mein Mann war schon beim Eisenhuber, der hat schon gelernt dort und hat eben auch gearbeitet, war dann bei den E-Werker. Dann ist der Sohn gekommen und der hat auch gesagt, er möchte dort hingehen, hat der angefangen zum Lernen und jetzt sind wir dort, also der Sohn und ich eigentlich jetzt noch. Hallo, ich bin der Christoph, ich arbeite seit 10 Jahren bei der Firma Eisenhuber und bin eigentlich sehr froh drüber. Ich bin Elektriker. Habe Elektriker gelernt beim Rezag und mein Hauptpunkt war eigentlich Photovoltaik. Also ich habe die letzten 2 Jahre fast nur Photovoltaik gemacht. Das hat mir eigentlich auch gut gefallen. Ich bin eigentlich dazu gekommen, und durch das, dass ich immer gesagt habe, ich will mir halt eine Lehrstelle suchen, weil mir einen Hauselberuf angespart. Und dann bin ich eben zum Eisenhuber gekommen, weil der Opa gesagt hat, da war ich ja ewig, das kannst du auch schon, ne? Hat er das einmal gedacht.
vom ersten Tag an bist behandelt worden, ich wünsche schon dazu, dass wir eine kleine Familie, da schaut jeder auf den anderen und da hilft jeder zusammen, wurscht was ist. Also das ist wirklich einzigartig. Elektriker hat mir eigentlich schon immer gut gefallen. Ich habe mir auch einen Tischlerbetrieb angeschaut, aber das haben wir nicht so Tag. Und dann ist das Lobo überblieben. Und da einfach ist familiäre, die Umgebung und alles, das hat mir eigentlich geil gefallen. Teilweise arbeite ich schon mal mit Knoppers oder mit Arbeitskollegen. Alle. Es ist schon cool, aber dann erst schau, das hat der Opa früher gemacht. Oder schau, da war der Opa dabei oder solche Sachen. Im Geschäft in Kirchberg haben wir dafür aber gerne Kaffee getrunken. Das war so der Brauch ein bisschen, aber war am Anfang bei der Arbeit, haben wir einen Kaffee runtergelassen von der Automat. Bin ich bin sehr angegangen und habe gesagt, Monika, das Kaffee, hat er gesagt, habe ich gesagt, will ich schon ein bisschen weiter haben, dass ich den holen kann. Hat er gesagt, auch nicht weiter. Wenn ich reinkomme, bin ich einen Kaffee. Was mir taugt, ist eben die Nähe des Betriebs. Ich habe 2 Minuten in die Arbeit, das muss man auch schätzen. Das ist ganz wichtig. Man kann mit allen Problemen, was man hat, kann man einfach zur Chefin gehen. Die hilft dann immer, muss ich sagen. Ich habe es auch gesehen in meiner Situation, jetzt wie es da war mit der Krise. Da gibt es überhaupt nichts. Da gibt es einen Zusammenhalt und wenn heute einmal das nicht so funktioniert, dann funktioniert es heute einmal nicht so. Und da gibt es niemanden, der beleidigt ist oder sonst irgendwas. Also ich möchte eigentlich bis zur Pensionierung nicht mehr wechseln. Within your soul, you know it's all. Wir sind der Peter und die Nina Pichler. Wir führen gemeinsam den Waldbachhof. Wir nennen uns die Naturtalente, weil wir einfach im Umgang mit der Region, mit der Natur wirklich darauf bedacht sind, dass das alles funktioniert und das Ganze gemeinsam gestaltet und macht. Die Firma Eisenhuber ist bei uns bei jedem kleinen Umbau tätig. Sie haben schon langjährige Mitarbeiter, die sich bei uns im Haus auch wirklich gut auskennen. Und es ist egal, ob jetzt ein kleiner Umbau oder ein großer Umbau, da ist die Firma Eisenhuber immer erste Wahl. Mein Name ist Karin Lueff, bin Teamleiterin bei uns in der Reika in Kirchberg, habe natürlich verschiedenste Berührungspunkte mit der Firma Eisenhuber. Ich kann nur sagen, dass das super ist, einen regionalen Unternehmer zu haben, der wirklich immer Zeit hat, am gleichen Tag oft in der nächsten Stunde schon noch da ist und uns weiterhilft. Weil das ist speziell in der Bank oft schwierig. Wir sind an Öffnungszeiten gebunden. Dann braucht man natürlich auch das Licht oder wenn irgendwas repariert werden muss und das funktioniert wirklich super. Ja, Eisenhuber ist für mich ein örtlicher Energieversorger mit Ökostrom, was wir natürlich da in Kirchberg sehr schätzen, weil wir froh sind, dass wir so ein Unternehmen in Kirchberg überhaupt haben. Wir beziehen eigentlich den Ökostrom schon ewig von der Firma Eisenhuber. Too proud to let go. Der Generationssprung bei Eisenhuber wird da sein, dass die Steffi in den Betrieb eintritt und den weiterführt. Und die Mona sieht ihm mit großem Stolz entgegen. Sie unterstützt da die Steffi jetzt, dass sie einerseits noch in einem Fremdbetrieb Erfahrung sammelt, unterstützt sie da gut, dass sie sagt, mach einmal deinen Weg und sobald du bereit bist, dann kommst. Und ich glaube, sie wird es mit voller Stolz und Freude dann übergeben und ihr sicher mit Rat und Tat weiterhin gerne, wenn sie gefragt wird, zur Seite stehen, aber sie sicher nicht einmischen. Das sind schon mehrere Generationen, die den Betrieb weitergeführt hat und das ist denen ein Leben. Das ist nicht eine Firma, das ist auch einfach eine Verantwortung, was man einfach gegenüber den Mitmenschen oder der Bevölkerung vielleicht auch hat. Und da ist es auch ganz wichtig und das sieht man in dem Betrieb ganz speziell, dass man immer mit der Zeit geht und immer vorausschauend denkt. Oft ist es so ein Klischee, dass so kleine Firmen vielleicht ein bisschen nachhinken, aber das kann man in dem Fall überhaupt nicht sagen, sondern dass speziell da sehr viel gemacht wird und auch in dem Photovoltaikbereich immer wieder man Vorreiter ist und immer wieder auch Baustellen hat, was nicht nur in der Region sind, sondern dass man einfach weiterdenkt und auch woanders bekannt ist und nicht nur in der Region. Die Tatsache, dass die Firma Eisenhuber Lehrlinge ausbildet, ist natürlich ganz wichtig, weil damit junge Leute einen Arbeitsplatz finden und hier bleiben. Und natürlich die Qualität der Ausbildung möchte ich auch herausstechen, weil durch die Vielfalt von der Stromerzeugung bis hin zum Elektroinstallationsbetrieb bis zum Elektrofachhandel darf man auch nicht unterschätzen. Eisenhuber in einem Satz ist nicht ganz einfach, glaube ich, weil das ist so umfangreich. Also die Firma Eisenhuber ist für uns ein Traditionsbetrieb,
ein verlässlicher Partner. Die Firma Eisenhuber ist für uns und unsere Region der Stromerzeuger, der Netzbetreiber und installiert auch Elektroanlagen. Für mich persönlich zusätzlich eine politische Stütze in der Gemeinde und in der Region. Und ganz besonders toll finde ich, dass die Mona Eisenhuber auch die Obfrau der Wirtschaftskammer in Neunkirchen ist. Das macht uns stolz und ist, glaube ich, auch ein wichtiger Impuls für die Region. An der Spitze steht eine Frau, die wirklich den Betrieb sehr, sehr gut leitet, mit sehr viel Herz und sehr viel Engagement für die Region. Und Eisenhuber ist einfach ein toller Betrieb, ein Vorzeigebetrieb in unserer Region, auf den wir wirklich sehr, sehr stolz sein können. Die Mona ist bekannt, dass sie eine sehr gute Chefin ist. Und letztens hat sie mir erst erzählt, dass sie sich eine pinke Baggerschaufel gekauft hat. Finde ich nämlich total cool, weil eigentlich ziemlich viele Männer in der Firma sind, aber einfach mal als Frau dann trotzdem einmal sich durchsetzen muss. Die Zeit bleibt nicht stehen und so wie sich unsere Region, die Menschen und die Technik weiterentwickeln, bleiben auch wir am Puls der Zeit. Es ist ein Balanceakt zwischen Wertschätzung der Vergangenheit und Vorfreude auf die Zukunft. Dabei legen wir großen Wert darauf, die Brücke zwischen den Generationen zu bauen. Man sagt, wer sich seiner Vergangenheit bewusst ist, kann sich seiner Zukunft sicher sein. Mit über 150 Jahren Firmengeschichte sind wir tief in unserer Region verwurzelt und gestalten den stetigen Wandel aktiv mit. Unsere Wurzeln im Feistritztal sind stark und die Werte von Eisenhuber leiten uns auch heute noch. Nun ist es an der jungen Generation, dieses Erbe weiterzuführen und ihre eigenen Spuren zu hinterlassen. Das möchte ich der Steffi mitgeben. Sei einfach Teil des Teams, weil das Team trägt dich. Und im Team wirst du einfach immer stark sein, weil du bist eine Gruppe, du bist geschützt. Ihr habt das gleiche Ziel vor Augen und das ist das Wichtigste. An der Spitze zu stehen, dort bist du alleine. Im Team bist du stark. Das Rauschen der Feistritz, die Stärke des Wechsels und das Erbe der Generationen. Sie alle formten Eisenhuber. Über 150 Jahre sind wir gemeinsam mit der Region gewachsen, haben gelernt und uns weiterentwickelt. Doch einige Dinge bleiben unverändert. Unsere Verbindung zur Heimat, unser Stolz auf das, was war und unsere Hoffnung auf das, was kommen wird. Heute steht eine neue Generation am Horizont, bereit, mit Respekt und Leidenschaft das Licht weiterzutragen. Es geht nicht nur um Elektrizität, es geht um Gemeinschaft, Familie und das Versprechen, dass wir immer für das Feistritztal da sein werden. Das ist unser Versprechen an jede Generation im Feistritztal. Danke für den gemeinsamen Weg. Wir haben noch viel vor.